Also, bis auf die, die Kobolde ins Dorf lassen und alle abschlachten wollen und so. Aber ja. Das scheint es dann auch schon gewesen zu sein mit dem Dorf. Obwohl hier ist noch ein Haus. Ja. 4, 5 Hütten. Der Tempel. Was haben wir hier? Mehr Loot. Da mal kurz. Okay, ein paar Münzen. Ah, was will man erwarten? Magische plus 3 Plattenpanzer in einem Halblingsdorf? Nee, das ist schon ganz okay so. Und Immun macht das ja auch nur, um quasi unsere Portokasse ein bisschen aufzufüllen. So wirklich brauchen tun wir die 8 Goldmünzen von eben gerade ja nun wirklich nicht. Aber die Tränke sind immer willkommen und wir haben auch einen Stab des magischen Geschosses gefunden. Die kann man auch nicht genug haben. Aber ja, das scheint es wohl gewesen zu sein. Aber auf unsere Liste kommt auf jeden Fall nochmal die Ruinen weiter zu erforschen. Aber da sollten wir noch so ein, zwei Level im Sack haben, bevor wir das machen. Es würde wahrscheinlich auch jetzt gehen, aber dann würde es viel zu lange dauern. Und das will ich euch doch nicht antun. Selbst im Zeitraffer würde ich da bestimmt eine Stunde drin so hocken. An jeder Ecke nach Fallen suchen und immer wieder hochheilen und dann respawnen die Viecher bestimmt auch noch. Nee, nee, das machen wir später. So, jetzt sagen wir Lebewohl und raus hier. Könnten hier noch kurz die Mauer mal lang gehen, um zu sicherzustellen, dass da wirklich kein Haus mehr ist. Eigentlich meinte ich. So, genau. Ah doch, da ist noch eins. Na gut, Vollständigkeit und so, ne? Schauen wir mal kurz rein. Aber Gerogon wird da nichts mitgehen lassen. Nur mal schauen, ob hier noch irgendjemand ist, der sprechen möchte. Nö, na gut. Ist jetzt auch darum. So, was gehen wir denn mal als nächstes an? Wir könnten das Gebiet hier zu Ende aufdecken, was vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee wäre, obwohl unsere Rucksäcke waren voll, ne? Sanaya. Naja, relativ, aber sie sind irgendwie immer voll. Na gut, packen wir erstmal die teuren Pfeile weg und geben die billigen Pfeile oder die plus 1 Pfeile an Immun. Naja, weswegen wir eigentlich zum Händler wollten, war nicht wegen dem Verkaufen unbedingt, sondern wegen den Steinen. Jetzt erinnere ich mich. Na gut. Dann mal alle wieder zusammen. Und können wir da raus? Ne, leider nicht. Gehen wir da rum. Und dann gehen wir mal ins gute alte Naschkel zu unserem Lieblingshändler. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Das Inventar sortieren. Eine super spannende Zeitbeschäftigung, wie ich weiß. So. Himmelstropfen bringt fast gar nichts. Schade. Dieses Markte behalten wir immer noch. Das kann weg, 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 weg. Ein Chrysoberl. Chrysoberl. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Ah, weg, weg. Weg. Vielleicht hätte ich vorher alle Sachen identifizieren sollen. Das benutze ich nicht, das benutze ich nicht. Benutze ich selten. Todeswolke. Dass alle Lebewesen mit weniger als 4 plus 1 Trefferwürfeln darin sofort umkommen. Also Kobolde, Xwarte und Wesen mit 4 plus 1 bis 6 Trefferwürfel steht ein Rettungswurf mit minus 4 gegen Gift zu. Wesen mit mehr als 6 Stufen oder Trefferwürfen müssen die Wolke sofort verlassen, da sie sonst 1 W10 Schadenspunkt pro Runde bekommen.
Okay, also gegen Größe bringt es auch was, aber nur 1W10. Das heißt, unser Gerungen könnte schon 6 Runden lang einfach drin rumstehen, selbst wenn es maximal Schaden macht und würde überleben. Naja, trotzdem behalten. Blitzstrahl behalten wir auf jeden Fall. Das kann weg. Das kann weg. Das kann auch alles weg. So, dann schauen wir mal das Inventar durch. Das ist höchstwahrscheinlich wieder ein Schutzring plus 1. Das brauchen wir nicht identifizieren. Die Pfeile sind auch nicht ganz so wichtig. Noch mehr Pfeile. So, den Morgenstern aber. Der wäre schon ganz praktisch, weil den können wir dann gleich verkaufen, weil keiner von uns benutzt den. Ah, Flegel plus 1. Kann verkauft werden. Schutz vor Elektrizität. Haben wir schon an. Kann also auch verkauft werden. Ein ganz normaler Pfeil kann einfach nur weg. Man, die Eisfalle, davon hat immerhin auch schon eine ganze Menge, oder? Nö, gar nicht. Na gut. Magische Geschosse. Ja, aber das würden wir eh behalten. Ja, dann müssen wir jetzt eigentlich noch die Steine kaufen, ne? So, und zwar für Jahira ganz viele Steine. Ich habe mir jetzt auch schon vorgenommen, sobald ich Baldur's Gate 2 spiele, habe ich ja sowieso vor, ein paar Mods zu benutzen. Da werde ich auch den Easy of Use Mod benutzen. Da kann man dann so hochstacken, wie man möchte bei den Kugeln. Weil ich sehe nicht wirklich viel Sinn darin, alle 5 Minuten die Kugeln nachzulegen. Und für euch gibt es bestimmt auch bestimmt Interessanteres. Das habe ich den falschen Kugeln gekauft. Bestimmt auch Interessanteres, als dabei zuzugucken. Also. So. Das gibt es bei Baldur's Gate 1 zwar auch, aber mit Baldur's Gate 1 bastle ich ungern so viel rum wie mit Baldur's Gate 2. Ich weiß nicht, da ist schon öfters was kaputt gegangen im Gegensatz zu Baldur's Gate 2. Und wenn ich jetzt diesen Spielstand hier vermurksen würde, das wäre nicht so toll. So, immer noch die ganzen Kugeln, die sie nicht braucht. Das heißt, jeder hat jetzt 3 im Köcher und 3 im Inventar. Stacks. Ja, gut. Im Monat ihre plus 1 Pfeile, die reichen. Die haben auch noch jede Menge auf Vorrat. Sogar zu viele auf Vorrat. Und die Tränke. Was ist das? Absorptionstrank. Angriff auf Schmetterwaffen. Widerstand gegen Elektrizität. Okay, praktisch. Gegengift. Jedoch ist die Farbe irgendwie seltsam. Ne, für Gegengift haben wir ja Dünner hier und Kirogon. Heißt, der kann verkauft werden. Hügelriesenstärke ist wichtig. Die Smaragdaugen in Anführungszeichen sind eventuell Questgegenstände. Hier haben wir nochmal Steinform. Den kann man gebrauchen. Konstitution auf 18, okay. Was ist das? Trank der Macht. Auch praktisch. Und das ist Trank der Spiegelaugen. Schutz vor Blickangriffen. Ja, das ist sehr wichtig. Wenn wir denn mal auf was stoßen, was sowas kann. Feuerschutztrank, okay. Violetter Trank. Achso, das waren diese besonderen Tränke. Ja, nee, komm. Die können auch weg. Die haben zu große negative Effekte, als dass man die benutzen könnte. So, hier haben wir nochmal Gegengifte, die brauchen wir auch nicht. Können auch weg. Was sagt die Schutzformel? Kannst du da irgendwas von ohne Spruch? Mit gar keinem Platz hier. So. Nö, kann sie nicht. Schade. Hier haben wir Rüstungsklasse auf 0, na gut. Wendigkeit auf 18. Nö, kann weg. Die haben meistens alle schon so recht hohen Wert. Davon hat er schon ein paar. Können wir gleich mal stacken. Und Trank der Schöpferkraft. Steigert die Trank der Intelligenz des Anwenders um 4 Punkte. Das
bringt allgemein gar nichts, oder? Weil die Intelligenz bewirkt nur, dass man mehr Zauber am Tag lernen kann. Aber wenn man den trinkt und dann schläft, ist die Wirkung weg. Okay, verkaufe ich auch. Was soll's. Und das, ja, Abwehrtrank. Hatten wir den schon mal irgendwo? Nö. Na gut. Und nochmal verkaufen. Hoffentlich kauft er überhaupt Tränke. Nö, tut er gar nicht. Mist. Wer kauft Tränke? Naja, die beiden können aber auch schon mal weg. Sind wir bei 7.434 Goldmünzen. Hat er denn irgendwas Interessantes? Und lauter Sachen, die wir ihm schon mal verkauft haben. Was kommt da jetzt? Langschild plus 1 haben, glaube ich, inzwischen alle wichtigen Charaktere. Also alle, die es benutzen können. Bin versucht, jedem noch einen Kompositbogen zu kaufen. Obwohl, dann könnten sie kein Schild mehr tragen. Nee, lassen wir das. Die Tränke müssen wir alle noch loswerden. Müssen wir nur erstmal einen Händler für finden. Eventuell der Magier in der Hohen Hecke. Wir brauchen echt noch ein paar Stufen, damit das alles automatisch identifiziert werden kann. Na gut, versuche erst noch ein paar Sprüche zu lernen. Blitz hat nicht geklappt. Ärgerlich. Todeswolke? Ja, okay. Freundschaft kann sie nicht lernen. Ach, der kann auch weg. Werde ich eh nie benutzen, weil ich nie dran denke. So, jetzt gehen wir raus hier. Oder versuchen es zumindest, aber unsere Helden schaffen es nicht, gleichzeitig die Tür durchzugehen. Na gut, wo wir jetzt gerade hier sind, decke ich mal ganz kurz die Karte auf. Wir haben hier oben ein Herrenhaus gefunden. Aber ob das jetzt noch eine Taverne ist oder einfach nur ein größeres Anwesen? So oder so scheint es ein lohnendes Objekt für Immun zu sein. Das heißt, wir speichern kurz ab und dann versuchen wir das Schloss zu knacken. Also, Tür auf. Ach ja, das müssen wir unbedingt erhöhen bei ihrem nächsten Level ab. Im Schatten verstecken.